Moin Moin und damit willkommen zu einer Rezension. Das ist neu auf meinem Kanal und wird es eventuell öfter geben, so euch denn dieses Format gefallen sollte. Wir schauen uns in der ersten Rezension einfach mal das Zelandas 11 an, was euch hier auch schon auf dem Schreibtisch herumliegt. Das ist das aktuellste Heldenwerk-Abenteuer und der ein oder andere von euch, der auf der Radcon bereits gewesen ist, der mag das auch schon in seinen Händen halten. Allen anderen sei gesagt, diese Rezension kommt nicht ohne Spoiler aus und dementsprechend Spieler, die das Ganze noch spielen wollen, die mögen doch bitte ausschalten, denn dann können wir auch auf die ersten zwei Seiten gehen. Spoiler-Alarm! Ja, das sind die ersten zwei Seiten. Auf der linken Seite können wir bereits ein großes Handout bewundern, was ich an dieser Stelle echt schön finde. Denn das macht Lust zum Weiterlesen. Ich will erstmal wissen, was das für ein Rätsel ist und was es damit auf sich hat. Auf der rechten Seite im grauen Kasten können wir allerdings auch schon erkennen, warum das Ganze dann spoilert. Denn in den Stichworten zum Abenteuer steht bereits drin, worum es in diesem Abenteuer gehen soll. Die Auftraggeberin weiß, dass irgendwas passieren soll, aber sie weiß nicht genau, was passieren soll. Und wenn an dieser Stelle schon verraten ist, dass es um einen Einbruch geht, dann sind eventuelle Spieler an dieser Stelle auch schon einmal gespoilert und können dementsprechend sich darauf vorbereiten. Ja, wir können kurz durchgehen. Genre Detektivabenteuer, Einbruchsszenario, das deckt es ziemlich gut ab. Voraussetzung. Ort Gareth. Natürlich, das Hotel Zelander liegt in Gareth. Man kann es aber auch verschieben, wie ich finde. Dann sucht man sich einfach ein anderes Hotel, sucht sich eine andere Stadt. Wenn das nicht gerade irgendwo in Seelem ist oder in Thorvald, wo es keine hübschen Hotels gibt, dann es mag auch irgendwo in Albernien oder im Horasreich angesiedelt sein. Also quasi, man könnte es verschieben, wenn man wollte. Zeit ist quasi total egal. Man kann das ganze Ding auch nach vorne, nach hinten verschieben, nach Gutdünken. Komplexität, die Schwierigkeit für Spieler. Da gehe ich zuerst drauf ein. Das Ding ist in meinen Augen für Spieler schaffbar. Ihr könnt auf der linken unteren Seite noch erkennen, dass der Spielleiter es den Spielern noch beliebig schwer oder leicht machen kann. Mit Red Herrings, also mit falschen Fährten, kann man die Spieler noch so ein bisschen an der Nase herumführen. Man kann es ihnen aber auch leichter machen. Ich muss sagen, das Abenteuer ist für Spieler, die sich für ein Detektivszenario interessieren, ziemlich gut. Es ist auch quasi unabhängig von ihren Fertigkeiten. Also fächsische Leute sind hier leicht im Vorteil, aber man kann es auch mit einem schwarzen Magier spielen oder mit einem Preios-Geweihten. Da gibt es halt leichte Anpassungen. Aber an sich kann das Abenteuer von quasi allen Helden gespielt werden, es sei denn, sie sind irgendwie exisch oder orkisch, dann sollte man doch vielleicht darauf verzichten, aber ansonsten könnten auch andere Exoten in meinen Augen mitspielen. Die Komplexität für den Meister, hier angegeben mit hoch. Ja, ich habe das Abenteuer jetzt nur gelesen, ich habe es weder gespielt, noch dass ich es geleitet habe. Ich muss allerdings sagen, dass es bockschwer ist für den Spielleiter und auf einem ähnlichen Niveau spielt wie Namenlose Nächte. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr viele Leute gibt, die sich jetzt hier in diesem Hotel aufhalten. Die Gästeliste ist unglaublich schön und mit vielen Stichworten versehen. Das macht Spaß zu lesen, aber es ist unglaublich schwer, jedem dieser NPCs ein Gesicht zu geben. Das mag vielleicht gelingen, wenn man entweder am Tisch spielt mit einer großen Zelanda-Karte und dann einzelne Mensch-Ärger-Dich-Figuren oder sowas benutzt. Dann kann sowas gelingen, vielleicht mit verschiedenen Farben arbeiten, um dann die verschiedenen Familien anzudeuten. Oder natürlich dann bei Map-Tool, wenn man online spielen sollte, wie ich das ja tue, mit Token arbeiten. Das wird es, glaube ich, sehr vereinfachen. Aber wenn man ohne Karten spielen sollte, ist es bockschwer, sich A, eine Übersicht zu verschaffen und B, wie gesagt, diese Fülle anzudeuten. Ja, ich muss sagen, dass das Abenteuer sehr liebevoll gestaltet ist. Es liest sich gut. Die 16 Seiten beinhalten den Plan dieser Diebesgruppe und eventuelle Abweichungen. Das heißt, wenn es zu einem Plotsprenger kommen sollte, dann ist dort beschrieben, wie man damit umgehen kann, was sehr hilfreich ist, gerade für Spielleiter, die etwas neuer sind.
die ungern davon abweichen, wie das eigentliche Abenteuer laufen sollte. Hier sind dann also Hilfen gegeben, was dann passiert, wenn die Helden an dem Punkt A irgendwas verhindert haben, wie es dann bei Punkt B weitergehen könnte. Finde ich echt hübsch gemacht. Bezüglich Plot sprengen, ich habe einen einzigen Punkt entdeckt, an dem das Abenteuer vielleicht kaputt gehen könnte. Muss ich jetzt allerdings auch nicht drauf eingehen, weil das kein allzu großer Punkt ist, aber wer das Abenteuer gelesen hat, kann mich vielleicht gerne nochmal drauf ansprechen und fragen, an welcher Stelle der Plot kaputt gehen könnte. Aber ansonsten muss das hier auch nicht diskutiert werden. Alle anderen Punkte sind nochmal auch ganz am Ende zusammengefasst. Was ist, wenn meine Helden das und das tun? Ja, oder wie sieht's denn aus, wenn meine Helden das Abenteuer nicht schaffen? Ich kann bei den 16 Seiten natürlich nicht auf jede einzelne Seite drüber gucken, denn dann macht es keinen Sinn, dass ihr das Abenteuer kauft. Das ist Ulysses natürlich auch nicht recht. Von daher werde ich jetzt euch noch einmal die Seite 8 zeigen. Denn dort können wir noch einmal eine Zeichnung finden. Im eingängigen Text, im Impressum steht ja auch drin, wer das Ganze gezeichnet hat. Das ist die Nadine Schäkel, die macht das auch immer ziemlich gut. Ja, während diese Seite auf euch wirkt, würde ich euch einfach mal meine Rezensionspunkte nennen. Ich habe das einfach mal in Anlehnung an den grauen Kasten in vier Gruppen unterteilt, in denen ich jeweils 1 bis 4 Punkte verteilen kann. Und die erste Gruppe würde ich nennen modular. Das heißt, wie modular ist dieses Abenteuer aufgebaut? Kann ich es mit allen Helden spielen oder kann ich es nur mit einer sehr grauen Gruppe spielen? Kann ich es nur mit einer weißen Gruppe spielen? Ich habe bereits erwähnt, dass man es mit eigentlich vielen, vielen Helden spielen kann. Es gibt hier ganz wenige Ausnahmen. Ich habe sie schon genannt. Achats oder, naja, Orks sollte man nicht spielen. Goblins, sowas eben. Das würde, glaube ich, keinen Sinn machen. Aber ansonsten Elfen oder Zwerge würden reinpassen. Das ist schon relativ gut gehandelt. Man kann es quasi in alle Städte verschieben. Man kann es quasi in alle Zeiten verschieben. Das heißt, es ist in meinen Augen sehr modular aufzubauen und man kann es überall einbinden, wo man gerade lustig ist. Vielleicht nicht im hohen Norden, vielleicht nicht im tiefsten Dschungel, aber ansonsten ist es dann doch mit den 4 Punkten in der Modularität anzuordnen. Dann den Spieleranspruch. Wie schwer oder wie leicht ist es? Ist es für Neueinsteiger möglich? Ist es für alte Veteranen möglich zu spielen? Und da muss ich auch sagen, ja, es ist für Neueinsteiger ohne Probleme spielbar. Man beachtet da die grünen Punkte. Wenn der Spielleiter dann irgendwas leichter machen möchte, hat man unglaublich harte DSA-Veteranen am Start, dann kann man sie mit den roten Token unglaublich ja, verwirren oder rote Heringe auslegen. Also wer da das Abenteuer anpassen möchte an Spieler, der kann das ohne Probleme tun und es ist quasi wenig Talenteinsatz erforderlich. Das heißt, wenn die Spieler Lust auf einen Detektivplot haben, dann müssen sie sogar gar nicht mal großartig gesellschaftliche Talente haben. Finde ich also echt schön. Also da kann ich auch wieder 4 von 4 Punkten vergeben. Ja, Meisteranspruch, Schwierigkeit. Ich habe gesagt, es ist bockschwer und da muss ich dann leider 2 Punkte verteilen. Es sind wieder viele Hilfen drin, die man dann erkennen kann. Also wie gesagt, wenn irgendwo der Plot gesprengt werden könnte, dann sind dort Ausweichmöglichkeiten vorhanden. Sowas wie, was passiert, wenn die Helden sich mit den Bösewichtern zusammentun. Steht drin, ganz hinten, was dann zu tun ist. Oder was passiert, wenn die Helden es einfach nicht schaffen, die Fieslinge aufzuhalten? Auch das steht hinten drin. Und dementsprechend ist da noch Hilfe drin. Aber das Abenteuer zieht seinen eigentlichen Reiz eben daraus, dass es so sehr viele NPCs gibt, wie ich finde. Und die dann darzustellen, ist unheimlich schwer. Ja, Bonuspunkte. Da könnte ich dann in dieser Kategorie nach eigenem Gutdünken noch Punkte verteilen. Und das will ich auch tun. Zum einen ist der ganze Text sehr liebevoll gestaltet. Das heißt, ihr könnt es hier auch sehen, die einzelnen Abenteuerabläufe sind unterteilt in Gänge, 12 Speisen und die sind dann nach Göttern benannt. Das ist so liebevoll gemacht,
Da gebe ich einen Zusatzpunkt. Dann möchte ich einen Punkt für die Zeit geben. Das heißt, man kann es in 4 Stunden durchspielen auf der Convention oder sowas. Da finde ich allerdings, dass es ein bisschen an dem Anspruch verliert. Ich würde es gerne ein bisschen mehr ausdehnen, aber das ist prinzipiell drin in der Zeit. Also man kann es in 4 Stunden spielen, man kann es in 8 Stunden spielen, man kann sich da sehr lange drin aufhalten, indem man dann noch weitere NPCs kennenlernt. Finde ich gut gemacht. Auch da vergebe ich dann einen weiteren Punkt. Wie gesagt, Plotspringer sind dann vorhanden. Die Karte vom Selander ist hinten mit drin. In meinen Augen auch ein Muss. Die Gästeliste ist hübsch ausgearbeitet. Das heißt, die NPCs haben alle nicht unbedingt Werte, aber Verhalten, sodass sie sich von anderen NPCs abgrenzen. Sie haben alle eine eigene Motivation. Die Bilder sind sehr hübsch, wo ich dann auch Bonuspunkte für gebe. Das heißt, bonustechnisch, das ist so eine Art Sympathie hier. Ist mir das Abenteuer sympathisch und ich muss sagen, ja, ist es. Ich gebe hier auch 4 von 4 Punkten. Fehler, ich habe in dem Buch, beziehungsweise die kleine PDF in den 16 Seiten, habe ich einen einzigen Fehler gefunden. Und das war kein Rechtschreibungsfehler, sondern einfach nur ein Vermerk, wo es dann weitergehen sollte auf Seite XXX anstatt auf Seite 4 oder so ein Blödsinn. Also, das Lektorat hat hier in meinen Augen hervorragend funktioniert, was bei Ulysses ja nicht immer der Fall ist, aber in diesen 16 Seiten habe ich keinen einzigen Fehler entdeckt. Ja, das heißt, wir haben von den 16 möglichen Punkten, haben wir einen modularen Punkt 4 von 4, Spieleranspruch 4 von 4, Bonuspunkte habe ich jetzt auch 4 gegeben und der Meister, ja, da hängt es leider, also wie gesagt, das ist bockschwer für den Spielleiter. Kommen wir bei 14 von 16 Punkten raus. Es ist ein richtig gutes Abenteuer in meinen Augen. Und ich werde das auch spielleiten. Muss ich natürlich noch eine Heldengruppe finden, die da Lust zu hat. Aber ich kann dieses Abenteuer absolut empfehlen. Und dafür, dass es meine erste Rezension ist und das erste Heldenwerk, was ich mir wirklich durchgelesen habe, ganz großen Respekt. Das Abenteuer ist klasse. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von solchen Rezensionen haben wollt, ich kann natürlich nicht auf jede Seite eingehen, denn so erst durchzublättern macht dann natürlich wenig Sinn. Aber wenn ihr andere Produkte vorgestellt haben sehen wollt, dann ja, gerne Kommentare dazu. Hat es euch gefallen? Soll ich sowas bleiben lassen? Ein bisschen Feedback dazu in die Kommentare wäre cool. Ja, ansonsten lasse ich euch alleine mit diesem Eindruck. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal.